Hi und herzlich willkommen auf Björns YouTube-Welt. Ich habe etwas bekommen für Pflanzen, ihr hört es schon klappern. Und zwar ist das ein Feuchtigkeitssensor. Ein Feuchtigkeitssensor soll dazu dienen für Menschen, die jetzt sagen, jo, ich habe jetzt kein Talent, meine Pflanzen zum perfekten Zeitpunkt zu gießen. Der soll euch dabei unterstützen. Die Arbeit nimmt euch nicht ab, aber ihr könnt es halt ablesen. Und das Interessante an diesem Set ist, es ist erweiterbar. Es kostet, glaube ich, gerade 33 Euro und irgendwie manchmal sind auch Coupons noch verfügbar. Link ist dazu in der Videobeschreibung. Wenn du darüber bestellst, es ist ein Affiliate-Link, das muss ich immer dazu sagen, bekomme ich eine kleine Provision und du kriegst vielleicht dann hin, deine Pflanzen richtig zum Wachsen zu bringen. Da ist ja nicht nur das Licht erforderlich, sondern auch die Feuchtigkeit. Und hier wird dann halt beides erfasst, Licht und Feuchtigkeit und sogar die Wurzeltemperatur. Das finde ich schon ganz cool. Schauen wir uns das jetzt einmal kurz an und so viel vorab. Dieses Produkt könnt ihr, glaube ich, bis zu 6 Geräte bzw. 6 Sensoren erweitern und braucht nur einen Bildschirm und könnt dann automatisch dann durchschalten und seht dann, ja, welcher Kollege was hat. Ja, Freunde, das ist einmal der Feuchtigkeits- bzw. Wachstumsmesser für Pflanzen. Und zwar können wir hier einmal die Feuchtigkeit der Blumenerde bestimmen oder ablesen. Und der soll das auch messen können, wie viel Licht auf die Pflanze getroffen ist in der letzten Zeit. Dann haben wir auch noch die Umgebungstemperatur und eine Zeit, eine Uhrzeit. Und da schauen wir jetzt mal rein. Ich bin da sehr gespannt. Oh, das ist sehr, sehr viel Zubehör. Mehr als ich eigentlich erwartet habe. Erstmal haben wir hier Etiketten, weil wir haben die Möglichkeit, mehrere Sensoren mit dem Bildschirm zu verbinden. Dann haben wir hier Schrauben und Dübel, weil wir könnten das Ganze auch an die Wand hängen. Batterien sind enthalten und eine Anleitung in verschiedenen Sprachen. Kurz mal reinschauen, was wir hier so vorfinden. Alles auf Deutsch. Perfekt. So stellt man das ganze Gerät auch ein. Aber wir versuchen das erstmal ohne. Müssen wir das Ganze erst einmal öffnen. Da haben wir hier einmal Lock und Unlock. Es ist ziemlich einfach. Man kann das hier einmal festhalten und dann drehen wir das und dann können wir das Ganze hier öffnen. Hier haben wir eine Antenne, die ist dafür da, um das Ganze drahtlos zu verbinden. Dann legen wir hier einmal die Batterien rein und hier kommen ebenfalls 2 Batterien rein. 1, 2 und eine habt ihr halt zum Ersatz noch. Das ist auch ganz schön. Legen wir mal an die Seite. Und hier sehen wir erstmal nichts. Die Messsonden müssen auf der Höhe der Wurzel sein, so wie das hier abgebildet ist. Also das muss genau die Länge sein. Das ist jetzt hier nicht schwer, die wächst bis zum Boden schon. Darauf ist auf jeden Fall zu achten. Dann können wir hier stellen wir die Temperatur ein, Z Fahrenheit, länger drücken, 24-Stunden-Modus. Jetzt haben wir die Uhrzeit. Wir haben jetzt gerade die Uhrzeit. 8.30 Uhr. So, und dann haben wir jetzt hier die Feuchtigkeit. Dann können wir auch eine gewisse Anzahl an Geräten einstellen. Und er sagt, es ist jetzt ziemlich trocken und das werden wir jetzt einfach mal nachmessen. Ihr könnt natürlich eure Geräte beschriften, wenn ihr hinterher hier mehrere von zum Einsatz habt. Und wir können jetzt hier einfach mal Wasser hinzufügen. Bis das unten ankommt, dauert das einen kleinen Augenblick. Und wie wir jetzt gesehen haben, steigert sich das Ganze schon mal ein bisschen, 29%. Und es geht noch weiter hoch, weil da kommt noch ein bisschen Wasser nach. Und dann haben wir den perfekten Wert für unsere Pflanze, wenn sie feucht ist. Und ja, Licht ist gerade wirklich sehr wenig an diesem Standort. Das Ganze ist aber ziemlich praktisch, wenn ihr jetzt so Pflanzen habt, die gewisse Ansprüche haben. Ich meine, dieses Sachsengras ist jetzt sehr anspruchslos und sehr, sehr pflegeleicht. Aber zum Demonstrieren ist das ein gutes Objekt. So, Freunde, ein bisschen Wasser hat die Pflanze jetzt aufgezogen. Wir haben jetzt hier noch 20% Restfeuchte in der Blumenerde. Ja, das Licht ist wirklich sehr, sehr wenig, aber das tut dieser kleinen Pflanze hier nicht wirklich viel. Sie ist äußerst pflegeleicht. Wir können hier auch verschiedene bzw. mehrere Geräte hier verbinden. Das ist jetzt die Nummer 1, deswegen sollte man die ganzen Geräte auch mit diesem Sticker beschriften. Das geht ganz einfach. Wir kleben jetzt hier auf den Rand einfach den Sticker mit der 1. Und wenn ihr dann jetzt
vier bzw. bis zu sechs dieser Geräte gekauft habt, dann könnt ihr auch alle sechs hiermit ablesen, weil man könnte dann hier durchschalten, das kann ich jetzt in dem Fall nicht, aber man könnte jetzt hier durchschalten und mehrere Geräte halt hiermit verbinden. Finde ich schon mal sehr gut. Ja, was soll ich sagen? Zum einen hätte ich jetzt erwartet, dass vielleicht der Bildschirm mit einem USB-C-Anschluss und integrierten Akku daherkommt. Schade ist leider nicht so, da ist nichts mit Akkus, da muss man immer Batterien kaufen. Aber man kann sich ja auch statt Batterien hier auch Akkus zulegen, die man auch aufladen kann. An sich ist dieses Produkt schon eine gute Idee. Preislich mit 33 Euro minus 20% Rabattcoupon, ja, da seid ihr da unter 30 Euro, das ist klar. Ist aber an sich, finde ich es okay. Also das hilft einem dabei, dass man die Pflanzen nicht vertrocknen lässt oder dass man den perfekten Standort findet, dass das sonnig oder nicht sonnig sein soll, weil man kann alles ja vom Display ablesen. Ja, von mir einen Daumen nach oben und ja, vielleicht hilft es dir dann, deine Zimmerpflanzen oder deinen Garten, das könnt ihr auch für einen Balkon benutzen, ja, anständig zu züchten. Bildschirm ist nicht wasserdicht und ja, ich hoffe, ich konnte euch das mal ein bisschen näher bringen. Abonnieren auf YouTube ist kostenlos und ich danke dir, wenn du mir ein Abo dalässt. Da freue ich mich immer drüber und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Björn.